Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Hungemau LP. Mein Name ist Crusher und wir gamblen heute. Deadrop hat uns 300 Dollar zur Verfügung gestellt. Deswegen haut auf jeden Fall mal ein Like raus. Lasst ein Abo da, damit die Seite sieht, dass wir aktiv sind, dass wir supported werden von unserer Community, damit wir öfter für euch solche Videos machen können. Um uns zu unterstützen, könnt ihr den Affiliate-Code benutzen. Dafür klickt ihr hier oben auf das Plus, klickt auf Use Promo-Code und gebt den Code NFOK ein. Da bekommt ihr 5% extra, bedeutet, wenn ihr 100 Dollar einzahlt, bekommt ihr 105. Für euch gibt es keine weiteren Kosten, aber ihr würdet uns damit unterstützen, damit wir weiter für euch Videos machen können in dieser Richtung. Ich würde sagen, wir starten mal. Schauen wir mal, was aktuell da ist. Hier oben werden wir uns auf jeden Fall mal die Hustler K-Sets anschauen. Beste Item, ja, wäre natürlich schon nice, wenn wir die Cluffs oder das Doppler ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir öffnen einfach mal zwei und hoffen, dass wir was Gutes ziehen. 16 Dollar eingesetzt. 8,54 Dollar. Ist jetzt nicht gerade das, was wir uns vorstellen. Machen wir mal weiter mit der Crawl. Hier hätten wir gerne, ja, eins von den Knives hier, das Shadow Dagger, die Shadow Dagger Tiger Tooth sind gar nicht so schwer zu erreichen mit 3%. Mal schauen. Wir öffnen einfach mal. 14,50 Dollar kostet die Case und oh mein Gott. 1,08 Dollar. Auf jeden Fall worth it. Ja. Gehen wir mal weiter. Wir gehen nachher auch weiter nochmal auf jeden Fall zu den 10% AWP-Kiste. Habe ich privat schon eine Medusa und eine Dragonlore gezogen. Auf jeden Fall richtig nice Case. Kommen wir aber später drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal zu der AK-Kiste. Möchte ich auch noch ein paar öffnen. Hier wäre die Fire Serpent. Nein, doch, die Fire Serpent wäre nice. Profit. 47 Cent. Nicht die Welt, aber Profit. Machen wir nochmal eine auf. Mit der Hoffnung. 2 oder 3 Dollar verloren. Machen wir nochmal 2 auf und gehen dann weiter. Ich bin gespannt, wie wir am Ende bei rumkommen. 10 Dollar eingesetzt, 12 bekommen. Die Jaguar hat uns den Arsch gerettet, meine Freunde. Die Jaguar hat uns den Arsch gerettet. Machen wir mal weiter mit der M4. Auch nochmal eine aufmachen. Mit der Hoffnung, dass wir hier heute mit Profit rausgehen. Wieder 2,70 Dollar Verlust. Die Hole wäre schon nice. Die wäre schon nice. Auf die hätte ich richtig Lust. Richtig Lust hätte ich auf die. Ah, wieder 4 Dollar verloren fast. Ach du Scheiße. Ich bin gespannt, wie wir am Ende bei rumkommen. Nochmal 2, durch geht's. Zack. 13 Dollar. 4 Dollar Profit. Souvenir Boreal Forest. In Field Tested. Sehr nice auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 229. Also wir haben noch einiges zur Verfügung. Gehen wir nochmal in die AWP. Machen gleich mal 3 auf einen Schlag. Dragonlore is calling. 30 Cent Verlust. Ist okay. Haben wir nochmal eine hinten nach. 30 Cent Verlust kann man auf jeden Fall. Warum nicht weiter auf die Lightning Strike? 1,60 Dollar. Okay. Machen wir jetzt nochmal eine Premium. Da hatte ich auch schon echt gute Drops. Ich predikte jetzt einfach mal eine Hyper Beast. Aus der kann man echt gut Geld rausholen. Die liebe ich auch in den Openings. Lightning Strike! Danke. 27 Dollar Profit. Geil. So kann es weitergehen. 173 noch übrig. Es gibt da noch eine Case, die ich auch sehr gerne öffne. Das ist die Statric Case. Wo ist sie denn? Bei der kann man echt
Profit fahren. Ich werde es euch zeigen. Wir gehen jetzt mal noch. Wir machen mal ein paar Kisten auf. $8,40 müsste man pro Roll bekommen. Und 60 Cent Verlust. Aber die Case ist eigentlich worth it. Man hat nie viel Verlust in meinen Augen. Ach du Scheiße. Ich sag, wir haben keinen Verlust und wir verlieren hier gerade 4 Dollar. Gehen wir Bruch, ey. Aber kann man auch richtig Profit fahren? Vielleicht klappt es ja jetzt auch mal die Richtung. Mal richtig Profit fahren. Okay, 3 Dollar Gewinn. Farmers After Image. Auf jeden Fall auch ein geiler Skin. Einmal machen wir noch. Und 5 Dollar Verlust. Jetzt nicht gerade das, was ich wollte. Gehen wir mal in die 10% Kisten. Wie gesagt, hier schon Medusa gezogen, Dragon Law gezogen. Auf jeden Fall worth it, diese Case. Mag ich auch in den Battle Openings sehr. Weil die können echt das Ruder rumreißen. Graphit 35, 6 Dollar Einsatz, schlappe 29 Dollar Gewinn. Geil. Weiter geht's. Weiter geht's. Irgendwas richtig Littes. Die Stat-Trick Asimov wäre jetzt auch noch richtig nice. Aber es bleibt beim Safari-Mesh. Es bleibt beim Safari-Mesh. Wir gehen jetzt mal weiter in die 10% Knife-Kiste. Auch hier macht man echt gut. Wenn man die 10% trifft, kann man echt gut Profit machen in dieser Kiste. Auch die spiele ich privat sehr, sehr gerne, weil man hier wirklich gut Profit fährt. Aber der Drop, was ist hier los? Komm schon, wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal ein Knife. Ah, so gehen wir doch nur Bruch. So gehen wir doch nur Bruch. Komm schon, jetzt Knife. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Ein bisschen Value wollen wir uns aufheben, weil wir am Ende noch was Größeres öffnen wollen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Beast rein. Auch die kann gut Profit abwerfen. Aber nicht so. Heute ist echt nicht der Tag, Freunde. Echt nicht der Tag. Ich glaube es nicht. Extra Rifle machen wir jetzt noch eine. Auch hier kann man gut Profit fahren. Natürlich sind die Prozente echt niedrig. Aber ich sag mal, 0,5% sind gar nicht so schlecht. Wenn man guckt, Profit fährt man, 5,50 € kostet die Kiste. Und es sind einige Items drüber. Das heißt, man hat eine 35%ige Wahrscheinlichkeit, zumindest ein bisschen Profit zu fahren. Deswegen kloppen wir die gerade nochmal eine Runde auf. Und nein, 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 nein. Oh mein Gott, ist das heute krass schlecht, Freunde. Ist das heute schlecht? Jetzt hauen wir noch eine Ultra Light raus. Oh mein Gott. Auch hier wieder Verlust. Wieder Verlust. Ich glaube es nicht. Zu guter Letzt machen wir jetzt noch eine Cringe auf. Wir haben jetzt noch 65,40. Danach schauen wir mal, was, wie wir rumgekommen sind, wie viel Profit oder Verlust wir gemacht haben. Auch hier Gamma Doppler wäre natürlich atemberaubend. Ich glaube, 0,03% ist schon krass schwierig zu erreichen. Ich sag mal, alles so ab 0,3 kann man schon sagen, dass die öfter kommen. Hier diese Reihe, damit wäre ich vollkommen zufrieden. Ich wäre sogar hier ab dem Doppler Factory New wäre ich zufrieden. Ab dem Gut Knife haben wir eine 31%ige Wahrscheinlichkeit auf Profit, wo ich zufrieden wäre. Hypt euch, auf geht's. 3, 2, 1 und go. Bitte, bitte jetzt nicht Bruch geben mit dieser Ember Fade. Oh mein Gott. Leute, es ist heute so atemberaubend schlecht. Es ist so atemberaubend schlecht. Das glaubt mir doch keiner. 217 Dollar haben wir einen Verlust von 83. Alles andere als gut.
Aber was will man machen, ne? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall bitte ein Like da, abonniert den Kanal, haut in die Kommentare, habt ihr Erfahrungen mit der Drop, was war euer bester Drop und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Crusher.